Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur Chris Force Food Show. Heute habe ich mir was Besonderes überlegt und zwar machen wir ein Experiment. Einmal mit dem deutschen Tafelspitz und dem Picanha Cut. Es ist ja beides Hüftdeckel, nur ein bisschen anders da geschrieben, wollte ich schon sagen. Hier haben wir einmal vom Black Angus Rum Cap, ne, Picanha, steht auch Tafelspitz drauf. Metzger hat mir mal gesagt, er ist anders da geschnitten. Haben wir einmal hier und dann den Tafelspitzschnitt mit Irish Beef. Relativ easy. Das Experiment wird so aussehen. Wir machen zwei verschiedene Varianten. Einmal im, also beides mal im Sous Vide. Allerdings einmal im Sous Vide gegart, wie man Tafelspitz zubereitet. Also 24 Stunden mit 58 Grad. Und dann, wie ist der nette Kollege Sous Vide Everything? Glaube ich, heißt er. Also Guga, ihr werdet ihn wahrscheinlich kennen, wenn nicht, Google, ihr werdet es finden. Und einmal seine Version machen, auch bei 58 Grad bzw. 57,2 Grad. Andere Umrechnung, und er hat ein Video einmal mit 2 Stunden, einmal mit 3 Stunden. Ich werde die 3 Stunden Variante probieren. Das ist das letzte Video, was er gemacht hatte. Von daher denke ich, wird das wahrscheinlich die bessere Version sein, seiner Kreation. Und jeweils machen wir halt zwei Stücke 24 Stunden, jeweils vom Tafelspitz und vom Picanha Cut. Und dann auch nochmal die 3 Stunden, zwei Stücke jeweils Picanha Cut und Tafelspitz. Und wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise wie man Tafelspitz oder Picanha richtig schneidet, zeige ich euch jetzt und dann schicken wir es baden. So, ihr seht, leider ist schon geschnitten. Die Kamera hat nicht aufgenommen. Aber das ist jetzt der Tafelspitz, den haben wir gegen die Faser geschnitten, beziehungsweise, nein, Quatsch, mit der Faser, dass wir es dann gegen die Faser schneiden können, wenn wir es dann später essen wollen. Wir sehen hier, der Fettrand ist deutlich geringer, weil es halt Tafelspitz ist. Wir würzen es jetzt relativ simpel mit einfach nur ein bisschen Salz. Ganz klassisch. Dann einmal umdrehen. Und von der anderen Seite genau dasselbe. Ich mache jetzt jeweils zwei Stücke immer in einen Beutel. So, dann einmal vakuumieren. Das Ganze sieht dann so aus. Hier gehe ich jetzt hin und schreibe drauf die 24 Stunden. Wieder zwei Stück für die 3-Stunden-Version. 3 Stunden Tafelspitz. Das kommt jetzt in den Kühlschrank bis morgen. Das hole ich natürlich auch dann 3 Stunden vorher raus, lasse es Raumtemperatur annehmen und dann kommt es ins Becken. So, dann packen wir mal das schöne Picanha aus. Einmal kurz abgespült. Dann trocken tupfen. Es sieht auf jeden Fall schon mal schöner geschnitten aus als der Tafelspitz. Jetzt haben wir hier unten auch noch ein bisschen Sehne dran. Die wollen wir natürlich weg haben. Das heißt, wir nehmen einmal die Sehne hier unten weg. Ihr seht hier Schüssel für, dass hier nichts verschwendet wird. Das kommt dann irgendwann mal in eine Soße. Das wird weggefroren. Das auch noch. So, wunderbar. Ich habe es jetzt eben gerade schon mal gesagt, aber das macht nichts. Die Kamera war ja leider aus. Wir gucken jetzt, wie die Maserung ist vom Fleisch. So sehen wir es natürlich nicht. Und wir sehen, wie sie verläuft. Und jetzt schneiden wir entsprechend gegen die Faser oder gegen die Maserung. Auch hier wieder 2-3 Finger dick oder 2,5. Hier jetzt genauso, einmal wieder salzen. Wie gesagt, ruhig ein bisschen mehr, das sind ordentliche Fleischpakete.
Auch gerne hier die Fettschicht ein bisschen salzen. So, dann das genauso wieder einschweißen. So, wir lassen das jetzt bei 58 Grad, wie gesagt, für 24 Stunden drinne. Und 3 Stunden bevor es rum ist, schmeißen wir die anderen rein. Also, wir sehen uns morgen. Macht's gut. So, die 24 Stunden sind quasi fast rum. Wir haben noch 2 Minuten. Was habe ich gemacht? Ich habe vorhin vor 3 Stunden bzw. vor 6 Stunden das Fleisch aus dem Kühlschrank geholt. Danach 3 Stunden, nachdem es Zimmertemperatur hatte, auch wieder mit dazu. Das heißt, wir haben jetzt einmal die 24 Stunden und einmal 3 Stunden gegart. Und hole das gleich raus. Und dann einmal kurz auf den Beefer. Und dann seht ihr, was weiter passiert. So, der Countdown läuft. 2, 1 und. Ich hole es kurz raus. Hier haben wir einmal die 3 Stunden Tafelspitz. Dann die 3 Stunden Picanha. Die 24 Stunden Tafelspitz. Und wir sehen schon deutlich mehr Flüssigkeit, wenn wir das mal gerade vergleichen. Hier. Und hier. Und beim Bikan ja ein ähnliches Bild. Also ihr seht auch hier Flüssigkeit drinne ohne Ende. Und ich hatte gestern noch mal ein zweites Stück reingemacht. Hier ist auch Flüssigkeit drinne. Wie sonst was. So. Dann hole ich sie einmal kurz raus. Das ist die 3-Stunden-Version Tafelspitz. Und dann haben wir hier die 3-Stunden Picanha-Version. Dann hier die 24-Stunden Picanha-Version. Und die 24-Stunden-Version Tafelspitz. Nun, wir sehen schon, der 24-Stunden-Tafelspitz und Picanha ist deutlich dunkler als die 3-Stunden-Variante. Und jetzt wird einmal alles abgetupft. So, unser Oberhitzegrill ist schön vorgeheizt. Ich fange jetzt an, ganz rechts den 24-Stunden-Tafelspitz. Dann das Picanha. Dann die 3-Stunden-Picanha-Version. Und die 24, und die 3-Stunden-Tafelspitz. Ich lasse es jetzt bewusst erstmal auf der untersten Stufe, wenn wir wollen, das Fett ein bisschen anknuspern. Obwohl, wir geben dem mal ein kleines bisschen höher, mal mittlere Stufe, mal reingucken. Das sieht doch ganz gut aus. Von beiden Seiten immer wie immer 60 Sekunden. Das sollte eigentlich schon reichen. Wir wollen ja nur eine schöne Kruste drauf bekommen. So, die 60 Sekunden sind um. Und wir haben eine herrliche Kruste. Das heißt, einmal umdrehen. Mal das andere hier mit dem Fett ein bisschen beträufeln. Sehr schön. So, einmal aus. Und ich würde sagen, das kann sich ja schon mal sehen lassen. So, jetzt lassen wir das Ganze für 3 bis 4 Minuten ruhen, dass die Säfte sich wieder zu schön, naja, dass die Säfte sich wieder schön zusammenziehen und hoffentlich dann auch ohne Versprecher. So, die 3 Minuten, 4 Minuten sind rum. Das Fleisch konnte sich wunderbar entspannen, hoffentlich. Und wir schneiden es an. Beziehungsweise positionieren es erstmal um. Wir fangen mal mit unserem 24 Stunden gegarten Tafelspitz an. Jetzt muss ich wieder so versuchen zu schneiden, dass ihr das auch schön seht. Und wunderbar rosa. Ja, es könnte ein bisschen saftiger sein. Es sieht ziemlich trocken aus. Dann nehmen wir unser Picanha. Auch hier eine sehr schöne Farbe. Auch etwas trocken. Das macht zumindest den Eindruck, obwohl, wenn ich drauf drücke, ist es saftig. Jetzt haben wir die beiden Versionen, die 3 Stunden gebraucht haben, nur oder nur 3 Stunden bekommen haben.
Ja, das sieht schon deutlich besser aus. Oh ja. Und das Tafelspitz noch. So, meine Lieben, das heißt, wir sind jetzt fertig. Es wird getestet, meine Lieblingssituation bei der ganzen Geschichte hier. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir haben jetzt, wie gesagt, einmal 24 Stunden Tafelspitz, dann 24 Stunden Picanha, 3 Stunden Picanha, 3 Stunden Tafelspitz. Ich fange von rechts nach links an, also mit dem 24 Stunden Tafelspitz. Und ihr seht, seht ihr es? Ja, geht so saftig. Mal gucken vom Geschmack. Auf jeden Fall butterzart. Schmeckt, wie man es kennt, nach Tafelspitz. Ein bisschen salziger, die Röstaromen tun ihm sehr gut. Aber geht besser. Dann einmal unseren Picanha Cut. Auch wieder hier 24 Stunden. Schon etwas saftiger. Dann zum Wohl. Schon mal eine Ecke besser. Aber mal gucken, ob es noch besser geht. Und ich glaube, es geht besser, wenn ich mir die anderen Stücke anschaue. Dann nehme ich mir jetzt mal ein Stück von dem 3 Stunden gegarten Picanha. Und ihr seht schon, das sind Weltenunterschied von der Saftigkeit. Hat natürlich auch noch ein bisschen mehr Biss, ist klar, aber hat auch, finde ich, einen besseren Geschmack. Also von daher müssen wir mal gucken, ob man vielleicht ein bisschen mehr Zartheit rausbekommt, wenn man es ein bisschen länger drin hat. Aber ich finde es schon so ganz gut, das Fleischaroma kommt, sorry, das Fleischaroma kommt super raus. Und ja, dann probieren wir jetzt nochmal den Tafelspitz, beziehungsweise schauen uns auch den an. Auch der super saftig, ja. Ihr seht, es läuft. Zum Wohl. Okay. Also ich muss sagen, der Picanha Cut, vielleicht liegt es auch an der Rinderrasse, ist mein Favorit. Das Tafelspitz schmeckt halt so ein bisschen wie deutscher Tafelspitz. Obwohl ja beides Hüftdeckel ist. Vielleicht liegt es ja dann, weil mehr Fett dran ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich für Picanha auf jeden Fall den Picanha Cut empfehlen. Klingt logisch. Aber der Tafelspitz ist auch nicht schlecht. Und genau deswegen werde ich jetzt hingehen, noch mit aus dem anderen Video mit der leckeren Chimichurri-Soße, die wir selbst gemacht haben, das Ganze ganz traditionell verschwinden lassen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, lasst mir ein Abo da, ein Like, aktiviert die Glocke, teilt es, macht es nach und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, ciao.